Tiger, was könnten wir denn heute so erzählen? Ich hab's, ich erzähle einfach eine Geschichte über eine fette, hässliche Frau. Ja, Mann. Yo YouTube, was geht ab? Tiger ist wieder back am Start und willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute darf ich wieder auf dem VP Clan Channel vertreten sein. Der Assi hat heute leider keine Zeit, also darf ich ihn heute vertreten. Ich hoffe, das stört euch auf jeden Fall nicht. Und jo, für heute habe ich eine Real-Life-Story mitgebracht, die ist mir erst letztens passiert. Und ich muss schon sagen, die war schon ziemlich lustig so, aber vorher noch zum Gameplay. Denn heute seht ihr eine 97er Gunstreak Flawless auf jemanden erspielt von unserem Partner-Clan, beziehungsweise von unserem Co-Clan, keine Ahnung, wie ich das jetzt nennen soll, auf jeden Fall von 4P Spain. Auf jeden Fall ein richtig geiles Gameplay. Gracias amigos, ich hoffe, das war auf Spanisch auf jeden Fall. Also schaut auf jeden Fall bitte deinen... Schaut auf jeden Fall bei denen vorbei, die sind jetzt knapp vor den 1000 Abonnenten. Wäre echt geil, wenn wir sie zu den 1000 Abonnenten bringen würden. Klar, wir können jetzt nicht alle Spanisch, aber trotzdem hat vielleicht der ein oder andere von euch Interesse daran, mal bei denen vorbeizuschauen oder so. Also es ist schon manchmal ziemlich lustig, wenn man sich ihre Commentaries anhört, denn ab und zu versteht man Sachen zum Beispiel random, ja random, aber die sagen halt random. Also so ein richtig rollendes R oder was gibt's denn da noch, keine Ahnung. Also da hört man schon ziemlich lustige Sachen, so wie die das aussprechen. Also ihr könnt ja mal bei ihnen vorbeischauen. Und falls euch dieses Kommentar gefällt, würde es mich auch sehr freuen, wenn ihr auf meinem Kanal vorbeischauen würdet. Ja, aber genug gelabert, kommen wir zur heutigen Real-Life-Story. Okay. Also ich war letztes Wochenende mit meinen Friends in der Nacht, so in der Stadt, ein bisschen was trinken und so. Und wir sind halt von Bar zu Bar, von Club zu Club gegangen und haben immer wieder was getrunken so. Und dann sind wir halt in einem Club so stehen geblieben und haben ganz gechillt an seinem Tisch etwas getrunken. Also das war jetzt halt kein Tisch, wo man sich hinsetzen kann, einfach so ein Tisch, wo man stehen muss, ja, und da waren halt ziemlich viele Tische so verteilt. Und neben unserem Tisch war halt ebenfalls ein Tisch und da waren ein paar, ja, Männer und die waren schon ziemlich komisch und eine Frau. Und die, ja, sagen wir es mal so, die war halt ziemlich komisch. Die war fett, hässlich, die hatte halt kurze braune Haare, die sah generell aus wie ein Mann. Und die hatte ein Marienkäferkostüm an. Leute, fragt mich nicht wieso. Und die war schon ziemlich zu. Ja, die war so fett ohne Witz. Und die war halt die einzige am Tisch. Und dann gab es halt noch circa 4 Männer an diesem Tisch. Und die haben halt so gelabert. Und diese fette Frau hat sich einfach an jeden Mann rangemacht. Ja, die hat sie immer so umarmt und wollte gleich mit ihren Zungenkuss, richtig mit der Zunge, so richtig eklig. Ohne Witz. Der erste Mann, der hat es dann sogar mit ihr gemacht, der war aber auch schon so zu, der hatte irgendein Weiberkleid an, also keine Ahnung, der war auch komplett weg. Auf jeden Fall, so mit der hat auf jeden Fall Zungenkuss gemacht. Dann freut sie sich so und dann geht sie zum nächsten Mann hin, der auf jeden Fall, sagen wir es mal so, viel gescheiter war als der andere. Ja, der hat sie auf jeden Fall weggestoßen, hat sie gebeten, dass sie ihn in Ruhe lässt. Und ich musste so lachen mit meinen Freunden, weil das einfach so geil ausgeschaut hat. Sie wollte einfach, so ein richtig hässliches Weib wollte einfach mit jedem Mann dort herummachen. Und jeder Mann hat sie einfach weggestoßen, wollte nicht mit ihr herummachen. Und sie klebt sich so immer an diese Männer, schon so mit der Zunge draußen. Ey, das war so lustig. Und dann hat sie einmal in unsere Richtung geschaut. Ich habe dann sofort in eine andere Richtung geschaut, denn ich wollte nicht, dass sie zu uns herkommt und dann irgendwie mit uns was versucht. Also das wäre schon auf jeden Fall richtig komisch gewesen. Aber einfach diese Situation, das hat einfach so lustig ausgeschaut. Jeder hat sie weggestoßen. Die war einfach nur so hässlich und fett. Die wollte einfach mit jedem Mann Zungenkuss machen. Ach, das war einfach nur ziemlich lustig auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, ich konnte heute diese kleine, kurze, knackige Real-Life-Story auf jeden Fall gefallen. Bald werdet ihr auch auf unserem Kanal Black Ops 3 Gameplay sehen, denn ihr wisst ja, bald kommt ja die Beta raus. Also seid da auf jeden Fall gespannt, meine Freunde, wenn ich euch so nennen kann. Und ja, wie gesagt, schaut bei VP Spain vorbei. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr bei denen mal ein Abo da lassen würdet. Ihr könnt auch bei mir vorbeischauen. Und ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Gönnt euch noch einen schönen Tag und
Bis bald. Since the number one, one is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.